Nur eine kurze Frage. Nervt euch diese Property-Definition bei MVVM nicht auch ordentlich? Also immer diese lange Implementierung, nicht einfach nur GetSet und dann immer dieses Event werfen und so weiter und so weiter. Ja, MVVM Toolkit schafft hier entsprechend Abhilfe. Und nicht nur hier, hier gibt es einige Basisklassen, einige Sachen, die toll sind, die super implementiert sind. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also, ich suche mal nach dem Community Toolkit, ja, MVVM, gebaut von Microsoft oder veröffentlicht von Microsoft. Und das Nette ist, ja, das soll man machen. Und das Nette ist, dass dieser Toolkit als SourceGen funktioniert. Das heißt, es sind nicht nur irgendwelche Basisklassen vorhanden, von denen wir einfach lernen können, die wir auch hätten selber schreiben können. Nein, er ist auch ein SourceGen und generiert automatisch entsprechenden Source Code für uns, der dann kompiliert wird. Das heißt, es ist super schnell, braucht keine Reflection etc. pp. Gut, also der Community Toolkit. Ich habe hier mal das Projekt. Ich gebe mal kurz eine Klasse dazu. Dieses Main Window View Model. So, Main Window View Model. Und dieses Main Window View Model, das wollen wir natürlich hier im Main Window verwenden. Window.DataContext und hier haben wir wieder der Local Main Window View Model. So, und was machen wir jetzt in diesem Grid? Wir machen mal einfach drei Felder und einen Button, weil das war irgendwo in einer Frage. Schauen wir, wo wir Fehler haben. Und dann gehen wir gleich zum Toolkit. Eine coole Sache, sage ich euch. Also, diese cool Toolkit kann hier einfach machen. Also Microsoft No Toolkit. So, Community Toolkit.mvvm.component Model. Und hier gibt es ein Notify Property Changed. Ja, hier gibt es Observable Object. Und das ist schon prima. Das schauen wir uns jetzt alles entsprechend im Detail an. So, wir machen dieses ein Notify Property Changed. Und jetzt wollen wir mal Folgendes machen. Wir wollen diese drei Buttons, also für diese drei Textfelder, wollen wir ein entsprechendes Property machen. Ja. Und wir wissen ja alles, dass wir jetzt irgendwie so String prop 1, public String prop 1, get return prop 1. Ja, und dann haben wir hier set und dann haben wir immer den Code if prop 1 ungleich value, dann prop 1 ist gleich value und dann machen wir this Punkt notify property changed und so weiter. Ja, und das brauchen wir noch. Also, und das können wir uns jetzt teilweise entsprechend ersparen. Durch diese ein Notify Property Changed wird Folgendes gemacht. Diese Klasse bekommt eine Partial Class. Partial brauchen wir hier. Also Public Partial. So, und durch diese Partial Class und durch das, dass ein SourceGen ist, passiert jetzt Folgendes. Wenn ich hier kompiliere, dann wird automatisch eine zweite Datei zu diesem Main View Model generiert und diese zweite Datei beinhaltet den entsprechenden Code. Und welchen Code beinhaltet es? Na, alles, was wir für iNotify Property Change brauchen. Das heißt, eine Partial-Klasse, die dieses Interface iNotify Property Change implementiert mit der entsprechenden Property Change-Methode, die wir dann auch aufrufen können. So, was ist das nächste? Wenn wir jetzt die drei Werte haben, dann mache ich einfach eine Variable String Property 1 fertig und mach hier ein Attribut drüber und zwar Observable Property.
Ja, Observable Property vom Toolkit. So, jetzt brauche ich das eigentlich auch nicht mehr mit dem Namespace. So, und durch dieses Observable Property passiert, dass wir hier automatisch ein Property bekommen mit der langen Implementierung, dass dieses Notify Event wirft, und dieses Property heißt so wie die Variable, nur entsprechend mit großen Buchstaben. Gut, machen wir noch eins. String Prop 2. Ja. Observable Property. Ja, man kann es natürlich auch so definieren, dass sich da leichter tut. So, JavaScript-Style. So, Prop 3. Und jetzt brauchen wir ein Command und ein Command-Binding. Und dieses Command-Binding, ja, wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir machen das so. Wir machen hier ein Public. Do something. Ja, void do something. Und da machen wir jetzt, das ist ein Relay-Command. Relay-Command. Ja, so wie unser Delegate-Command, das wir hatten. So, und dieses Relay-Command kann jetzt entsprechend Sachen bekommen, kann aber auch hier can execute a string zum Beispiel. Can execute. Ja, und gets the name of the property or method that will invoked check whether bla bla bla. Okay, also hier kann ich eine Eigenschaft angeben, oder ich kann hier auch angeben eine Methode, die evaluiert wird. Ja, je nachdem, ob dieses Command ausgeführt werden kann oder nicht. So, wie nennen wir das? Props not empty machen wir hier. Wir machen hier ein public bool props not empty, und das machen wir not string is null empty prop 1 und not string is null empty prop 2 und not string is null empty prop 3. Ja, props not empty liefert sozusagen das Name of props not empty. So, also die can execute wird hierbei abgebildet, und dieses Command kann ganz normal gebunden werden, ja, das Relay Command, ja, mit do something. Ja, probieren wir das mal aus, indem wir vorne die Elemente binden. So, Prop 1, Prop 2, Prop 3 kompiliert habe ich, kompilieren mittendrin schadet nicht. Und hier mache ich Textbox. Text ist gleich Binding. Prop 1. Ich sehe hier Properties. Ja. Gleiches machen wir hier unten. Text ist gleich Binding. Ups, Anführungszeichen. Binding Prop 2. Geben wir gleich mal zu. Und hier unten Prop 3. Und hier machen wir ein Command Binding. Command ist gleich Binding, und das hat geheißen do something. Do something Command. Ja. Die Methode heißt do something. Er macht uns automatisch das Command, das entsprechend dann so gemacht ist, durch das do something Command. So, ich habe mal Lift 12 gedruckt. Hier sehe ich auch Partial Class Main Window View Model. Ja, und hier sieht man auch, wo er hier diese Commands entsprechend generiert, ja. Er macht hier ein IRelay-Command. Dieses IRelay-Command wird wohl von ICommand natürlich erben. Ja, mit der entsprechenden Action, do something, mit der entsprechenden Props not empty. Ja, er generiert uns wirklich diesen Code. Automatisch brauchen wir nichts machen. So, jetzt haben wir so ein klassisches Problem. Wir haben hier ein Observable Property. Wenn sich dieses Property ändert, muss sich aber auch das hier ändern. Ja, also wenn sich das ändert, muss sich auch das ändern. So, und deswegen mache ich es trotzdem wieder so, damit man es besser sieht. Gibt es auch hier ein Property, ja, dass er auch hier das Notify Property changed von der anderen Eigenschaft aufruft. Notify Property changed for. Ja, für wen? Für Name of Props Not Empty.
Ja, gleiches machen wir hier. Und gleiches machen wir hier. Zugegeben, das wirkt alles ein bisschen Magic. Allerdings muss ich auch sagen, alles andere ist einfach nur sehr viel Code-Bloat. Ja, also, wenn diese Eigenschaft geändert wird, also das große Props 3, dann wird auch automatisch das Property Changed für dieses geworfen. Und hier gibt es ja das entsprechende Relay-Command, das darauf reagiert. So, was habe ich hier? Eine Klammer zu vergessen. Gut. Rang s ist gleich high. Machen wir mal hier einen Breakpoint rein und drücken mal Play. So, habe ich ein paar Textfelder. Ja, und da geht noch nichts. Der Grund, warum sich hier nichts tut, ist ganz einfach. Das vergisst man auch so häufig gerne, wenn man ganz normal mit den Commands ist. Nur weil sich dieses Property ändert und dann und auch das Notify Property Change für dieses Property geändert wird, heißt es ja nicht, dass er automatisch checkt oder überprüft, dass er das Command neu evaluieren wird. Also ist es kein Execute, dass das auch ist. Das macht er auch hier nicht automatisch. Also Notify can execute changed for. Ja? Und dieses can execute changed for, also wenn sich das ändert, dieses Property 3, dann ändert sich logischerweise auch das Ergebnis von props not empty. Und das wird ja verwendet für das Command. Also wenn sich Property 3 ändert, muss ich auch sagen, das Command muss diese Eigenschaft neu evaluieren. Okay? Ja, das Command heißt do something command. Ja, nochmal, dieses do something command haben wir nicht selbst implementiert, wir haben nur do something implementiert und haben gesagt, du bist ein Relay command und dieses hat er für uns gemacht. So, notify can execute change for, das gilt natürlich für alle drei. So, wenn wir das jetzt kurz ausprobieren. Ja, wir könnten jetzt diesen Code als Pendant rechts nochmal implementieren in guten alten MVVM-Style, wo wir es selbst immer gemacht haben. Aber dann wird, ich glaube, es jetzt selbst, dass das so viel kürzer ist. So, Text 1, Test 2, Test 3 und der Button ist aktiv, can execute, ja, wurde gemacht und ich klicke drauf und do something wird aufgerufen. Ja, und wir sehen hier auch, Prop 3 hat den Wert 3, also Test 3, Test 1, Test 2. Das funktioniert alles. Also die ganzen MVVM-Sachen, die tun so, wie man es wünscht. Wir können hier auch Sachen aufrufen. Wir können sagen, this Punkt. Ja, wir sehen hier, was es alles gibt. Do something gibt es. Okay, ist die Methode, die wir gemacht haben. Dann gibt es do something Command. Dann gibt es die Eigenschaft, die wir nicht gemacht haben. Die Variable, die wir nicht gemacht haben. OnProp 1 changed. OnProp 1 changing. Ja? Also bevor und nachdem der Wert konkret geändert worden ist, ja, Prop 1, die Variable, die wir gemacht haben, hat ja zwei Methoden dazu gebaut. OnProp 2 changing changed. Ja, das gleiche für Prop 3. OnProperty changed natürlich. Ja, die Methode, die dann das entsprechende Event auch feuert. Wir haben dann natürlich Prop 1, Prop 2, Prop 3, die Variablen, aber natürlich auch die Eigenschaften, die das haben. Wir haben das Event Property changed. Wir haben die Eigenschaft Props not empty, die haben wir selbst gemacht. Wir haben hier Sachen wie set property and notify on completion haben so Hilfsmethoden noch dabei. Ja, diese Sachen wurden für uns automatisch generiert und wir können natürlich auch darauf zugreifen. So, zum Überschreiben haben wir nichts bekommen. Gut, was können wir jetzt noch machen? Wir haben hier ein do something command. Ja, na, hier waren wir schon. Exclude von Coverage. Was hätten wir noch? Was hätten wir noch? Du. Eine kleine Hintergrundinfo noch. Wenn wir sehen wollen, was ist eigentlich der Source Code, der generiert wird, einfach hier mal auf die Klasse den Cursor gesetzt und F12 gedrückt, dann sehen wir hier, dass er nicht nur eine Partial Class macht, sondern er macht sogar drei Partial Classes. Ja, die eine implementiert dieses iNotify Property Change, die haben wir auch schon gesehen. Da sind hier die Events herin. Property Changed. Na, die haben wir nicht gesehen, war eine andere. So, wir haben hier also unsere Partial Class. Partial Class ist ja nichts anderes wie eine Klasse, die auf mehrere Dateien aufgeteilt
geteilt ist. Und hier wird dieses iNotify Property Changed implementiert. Ja, dieses OnProperty Changed ist hier, das Event ist hier. Ja, wieder OnProperty Changed, ein SetProperty wird hier reingeneriert, wo entsprechend die weggesetzt wird und dann OnProperty Changed aufgerufen wird. Auch hier wieder ein SetProperty. Ja, hier generiert er so einiges an Code, sauber, kommentiert sogar, recht prima. Ja. Er schaut nach, sind es gleich. Ja, wir haben sogar auskommentierten Code. Gut, ja, also hier in dieser einen Klasse entsprechend das Rennen und da kann man auch scheinen, entsprechend nachschauen. So, was haben wir noch? Wenn wir nochmal hergehen, nochmal F12 gedruckt, also so GoToDefinition, fragt er, welche Klasse hätte es denn gern? Dann sehen wir hier, in dieser Klasse hat er die Properties implementiert. Ja? Property get Property 1, ja, sind sie ungleich so ungefähr, dann Changing aufgerufen, das Event Changing, dann setzt er den Wert und dann das Changed aufgerufen. Außerdem setzt er dann die entsprechenden Property Changed, ruft er dann auf. Ja, auch das Command Notify can execute changed, ja, das haben wir als Attribute darüber getan und er macht das für uns entsprechend hier rein. Ja. Das ist der Source Code, der wird dann konkret ausgeführt. Da gibt es nichts mit Reflection und dadurch ist er auch verdammt schnell. Weil es ja ist, wie wenn wir ihn selbst implementiert hätten. Gut, hier noch entsprechend ein paar Methoden da. Ja, und auch last but not least, Teil 3, hier waren wir erst, da sind die Relay-Commands herinnen. Ja, also ich mache drei Klassen, einmal für die Commands, einmal für die Events und einmal für die konkreten Properties, also drei Files eigentlich. Gut, und wir sehen auch hier, wo ist das File? Hier irgendwo heißt, also so heißt es, ja, 13 MVVM Toolkit. G für Generated. Na gut, soweit, so gut mal für dieses Thema. Viel Spaß beim Ausprobieren. Something. Ja, ich glaube, soweit, so gut mal. Gut. Also einfach, MVVM Toolkit, NuGet Package installieren, anschließend iNotify Property Change übers View Model drüber. Das reicht uns aus. Und jetzt einfach Observable Property und er generiert den Rest für uns. Ja, Notify Property Changed for, beziehungsweise Notify Can Execute Change for, erlaubt uns entsprechend da, dass die Events auch für andere Methoden beziehungsweise Properties geworfen werden und hier einfach angeben, um wenn es denn geht. Ja, aber die bereits generierten Properties, beziehungsweise die bereits generierten Commands. Ja, hier kann man natürlich auch Command-Parameter etc. mitgeben. Alles prima. Gut, viel Spaß beim Ausprobieren und ja, viel Spaß bei weniger Code für die gleiche Funktionalität.